Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Rusty Lake. Rusty Lake ist richtig, den Part befinden. Im letzten Part haben wir wieder weitergemacht. Ich habe hier größtenteils Zeugs am PC gemacht und Flo 3 Substanzen erhalten. Und hat uns einen Brief vorgelesen, wo wir eine Jahreszahl von erhalten haben, die ich eingegeben habe. Und da werden wir gleich weitermachen. Aber erstmal könnt ihr den Kanal abonnieren, Bewertung und einen Kommentar da lassen und unserem Discord beitreten, der in der Videobeschreibung verlinkt ist. Gut. Dann würde ich sagen, bestätige ich mal unsere Jahreszahl. Oha. Alter, ich habe eine Kassette. Kassette einlegen und die Uhrzeit übermitteln. Schachbrett öffnen, zusammen Schach spielen. Alter, Schachbrett. Müssen. Oh, ich will nicht gegen dich Schach spielen. Kommt in die Kassette rein, hatte ich auch eben irgendwo gesehen. Hä, aber ich kann auch ohne Figuren gar nicht Schach spielen. Da wird gleich schon irgendwas passieren. Ich hab halt auch gerade eine Münze. Was mache ich denn mit einer Münze? Ja, warte mal. Alter, was ist das für eine Musik? 19:45 Uhr. Achso, ich muss die Uhr noch umstellen. Alter, die Musik. Alter, es geht ab. Alter, bei mir ist Disco. Ja, du hast dieselbe Musik wie ich. Okay. Hä? Jetzt bebt ja alles. Ja, bei mir auch ein bisschen. Aber hast Alter, du einen Schraubenzieher? Monitor? Wie ist das denn bei dir? Ja, ich habe nur so ein PC, wo ich halt ganz drum herum gehen kann. Mit einer Lederseite irgendwie Knöpfe und alles mögliche. Oh nein, die Rose. Ein Schraubenzieher, was soll ich damit machen? Alter, ich habe einen Schlüssel bekommen. Ganz viele Schraubenzieher. Scherben. Schachbrett öffnen. Kann ich denn ein Schachbrett öffnen oder ist das für dich? Ich kann das, ich habe jetzt einen Schlüssel hier, zack. Geil, zwei Schachfiguren, einmal Mr. Deer und einmal der schwarze Mann. Jetzt musst du mir sagen, wo ich die hinstellen soll. Ja. Gucken, was ich mit meinem Schraubenzieher machen soll. Ah, hier sind Schrauben. Warum ist der Mr. Deer jetzt schon platziert? Jetzt habe ich die platziert hier auf dem Spielfeld. Ja, warte mal, ich schraube hier gerade Sachen auf. Oh, ich habe auch ein Schachfeld. Ich habe schwarz und weiß. Ja, habe ich auch. Hey, warum macht der denn schon was? Der ja, du musst mir das wahrscheinlich sagen und ich muss das nachmachen. Die schwarze Figur ist auf 1a. Ja, und weiß? Weiß ist auf F3. Okay, schwarz geht auf A5. Weiß geht auf A3. Schwarz geht auf D2. Weiß geht auf C1. Schwarz geht auf B2. Weiß geht auf 6, C6. Schwarz geht auf F6. Weiß geht auf 6, 1, 1, 6. Oh, ich habe noch eine Münze bekommen. Weiß auf 1, 6. Ja. Oh, und ich habe noch eine Diskette, eine rote Diskette. Jetzt habe ich zwei Münzen, wo setze ich die denn ein? Hä? Ja, warte, das kommt bestimmt noch, mach doch mal ruhig. Aber hier ist nichts. Mach jetzt hier eine rote Diskette rein und guck, was passiert. Stromstoßprogramm wird geladen. Was? Oder ich sehe wen. Person in der Vergangenheit legt die Münze auf die Augen der Toten. Achtung, das kann die Seele beschädigen. Oh nein. Oh nein. Ach du lieber Gott. Hast du es gemacht? Jetzt ist er komplett schwarz. Hey, ich hab nichts. Du hast es gemacht. Stopp. Ja, kann ich Enter drücken. Stromstoßprogramm eingeleitet. Das Programm versucht eine Überspannung. Wird die Energie korrekt gelenkt, entsteht eine Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Ein goldener Würfel. Es ist fast Alarm. Soweit.
Was ist denn jetzt los? Auch Gasausstoß regulieren, 6 Schalter einstellen, Sichtkontakt abbrechen. Sicherung platzieren und den Gerätskern zu schützen und die Stromkabelhebel zu entriegeln. Du musst wieder die 6 Schalter. Oben, unten. Warte, ich muss das mal dahin finden, da. Ey, hier ist eine Ratte, geh weg. Aber bei mir ist alles auch so 3D, aber ja, oben, unten. Oben, unten. Die Sicherung. Sicherung muss ich jetzt, glaube ich, hier einstellen. Was ist denn hier los? Oh, jetzt habe ich wieder dieses Auge auch. Mit diesem Zeichen da drin. Du musst mir helfen. Ah, hier kommt eine Sicherung rein. Wo muss ich dir denn helfen? Rauchausstoß regulieren. Ja. 5, 2, 4. Ach, 5, 2, 4. Ja. Und Sichtkontakt abbrechen. Breche ich denn jetzt einen Sichtkontakt ab? Die Linse vielleicht, irgendwas da? Ja, da habe ich auf jeden Fall was. Ja. Der Pfeil ist auf 9 Uhr. Das Kreuz ist auf 3 Uhr. 9. Und der Runde mit dem Strich auf ist 6. auf 6 Uhr. Oh, ich sehe dich. Oh. Jetzt sehe ich, was du die ganze Zeit siehst. Toll, ey. Alter. Du hast meine Linse kaputt gemacht. Danke dafür. Ich habe nichts kaputt gemacht. Hallo. Die dritte Sicherung ist drin. Hebel für den Stromschluss entriegeln. Ziehen-Programm wird ausgeführt. Okay. Dann ziehe ich mal den Alarmhebel. Alarm! 21.10 Uhr. Als ob ich die Uhr nochmal benutze. Hat die Person die Vergangenheit auf 21.10 Uhr eingestellt. Ja. Was ist denn jetzt los? Hat die Person der Vergangenheit den goldenen Würfel erzeugt und in das Würfelgerät platziert. Es blitzt überall. Nimm den goldenen Würfel und mach's ins Würfelgerät. Hä? Wo ist denn der goldene Würfel? Weiß ich nicht. Och, was machst du denn jetzt? Wir müssen diese Energie aus dem Jahr 1984 verwenden, um eine neue Verbindung mit der Zukunft herzustellen. Einen goldenen Würfel. Okay. Und den setze ich jetzt hier wieder rein. Dann sagst du Bescheid. Bam! Hast du? Ab geht's, Party. Jetzt. Jetzt geht's. Beide müssen den Pfeil nach oben drücken und 10 Sekunden gedrückt halten. Beide müssen gleichzeitig drücken und halten. Okay, dann 3, 2, 1, drück. 10 Sekunden. Oha. Was geht jetzt ab? Alle Explosionen! Oha. Oh Gott. Hey, jetzt sieht das ein bisschen futuristisch aus. Die Zukunft, Kapitel 2. Oh, ich hab gedacht, wir haben's jetzt. Die Vergangenheit, Kapitel 2. Okay, das ist wahrscheinlich ein bisschen... Och nein, ich bin wieder nur am PC. Warum wird das jetzt nicht einfach getauscht? Alter, bei mir sieht's jetzt anders aus. Ja, bei mir auch. Ein bisschen älter alles. Jetzt sieht's aus wie die klassischen Spiele. Was? Was ist das denn jetzt? Warum ist das jetzt so 3D-mäßig? Ja, das war bei mir eben auch. Jetzt hab ich, glaube ich, so wie du. Jetzt ist es schön. Wiederbelebungsprozess mit einem... Anderen Ich verbinden, abgehakt. Extraktionsprogramm ausführen, abgehakt. Stromstoßprogramm ausführen, um goldenen Würfel zu erzeugen, abgehakt. Den Pfeil nach oben drücken haben wir. Wiederbelebungstrank mit Strom versorgen, müssen wir jetzt machen. Bin ich an diesen Dingen? Klicken und ziehen, um am gewünschten Bereich anzusteuern. Was ist denn das hier alles? Ich hab einen schwarzen Würfel gekriegt. Ich bin jetzt noch an diesen Dingen. Wiederbelebungstrank mit Strom versorgen. Oh, jetzt bin ich in dem Raum drin. Oh, sehr schön. Ich darf hier auch was machen. So, Wiederbelebungstrank. Hast du gesagt, du warst die ganze Zeit an einem PC? Ja, ich an dem Ding, wo du gerade dran bist, war ich wahrscheinlich davor die ganze Zeit. Ich bin an dem Kubus. Ja, es wäre weniger aber auch ein PC. So, hier. Nein, hier ist kein Bildschirm. Gut, dann hast du was anderes.
Alter, ich bin alt. Willkommen zum Würfelgerät 002C. Wiederbelebung, Knochen, Fleisch und Blut in dieses Gerät übertragen. Dieses Gerät enthält den Raum der Person in der Zukunft. Bitte fehlt. Code eingeben, um Verbindung zu bestätigen. Hast du einen Code für mich? Kaffee fehlt. Ja, Moment. Da war ein Code. Das war kurz Kaffee mit... Okay, habe ich noch nicht. Z1X2 3Y. Hast du? Anleitung. Die Person in der Zukunft legt den schwarzen Würfel in C9. Ja, Moment. Ich muss aber gucken, wo das sein soll. Hier brauche ich einen Schlüssel. Da auch. Ein Radio, das brauche ich auch noch nicht. Pelle. Auch nicht. Tafel. Stuhl zum Umherschieben. Knochen, Fleisch, Blut. Wo? Was? Ich habe ja auch einen Code, den ich übermitteln soll, aber da steht erst, die Person in der Zukunft legt den schwarzen Würfel in C9. Wo hast denn du ein Schachfeld? Ich glaube, wir haben hier was ganz anderes als... Stimmt. Aber das Schachfeld hat 6x6, da gibt's keine 9. Ja, ich gucke, ob ich hier irgendwas... Ja, Kaffee fehlt. Ich habe keinen Kaffee. Ah, hier. C9. Hab's. Mhm. Hab ich hier so wieder so ein Feld mit 3x3 Sachen. Genau. Und bei mir ist die ganze linke Zeile schwarz und die ganze rechte schwarz. In der Mitte ist weiß. Ja. Oh. Und dann steht die Person Figur, in der Zukunft, Uhr, dreht den Schalter und übermittelt Zeiger, rot, weiß, schwarz. Ja. Kannst du's? Siehst du, wo du was einstellen musst? Ja. Rot ist auf 1. Ach Gott, da muss ich die anderen ja auch mit. Ja, rot ist auf 1. Weiß ist auf 3. Ja. Und schwarz ist auf 11. Oha, jetzt habe ich eine Linse. Oha, was sehe ich denn hier? Da ist eine Oma. Und der schwarze Mann. Ja, der schwarze Mann ist im Ding drin und die Oma bin ich. Kann ich mit dem Messer irgendwas abschneiden? Ich kann hier nichts machen. Ja, Moment. Ah, hier öffnet sich was. Musikschlüssel. Okay. Ui. Musikschlüssel. Ich habe hier ein Radio. Ah, hier, Musikschlüssel, zack. Oh, jetzt habe ich hier 78.3 und ich habe hier eine Tastatur, ich kann was warte mal, spielen. Ach. Oh Gott. 78. A, G, A, B. A, G, A, B. 114.3. E, D, E, C. E, D, E, C. E. Wie nochmal? E, D, E, C. Nee. Was hast du hier gesagt für eine Zahl? 114.3. D, D, E, G. Hä? Was denn? Ich habe eine Errungenschaft gemacht, aber es ist nichts passiert. Nochmal bitte. D, D, E, G. 103.7. Ja, da war ich eben. E, D, E, C. 89.1. Oh, das ist gute Musik. Moment.
B-A-G-A. G-A-G-A. B-A-G-A. Ja, ist richtig. Ich habe einen Zahnschlüssel, okay. Hey, was höre ich denn jetzt hier? Ih, was war das für ein ekelhaftes Geräusch? Okay, ich habe bei dem Zahn jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal eine Dreierzeile. Ja, kannst du sagen. Rechts, links, Mitte, Mitte, links, rechts. Oh Gott, ich habe einen riesigen Zahn mit einem X drauf und Kreide. Muss ich jetzt mit dem Skalpell reinstechen? Also Zahn ist X, wenn ihr das irgendwas habt, beziehungsweise Plus. Ich mal kurz an die Tafel, ob ich da jetzt irgendwas... Ah, warte mal, ich hab hier was. Ach du Scheiße. Hä, hey, warum öffnet sich das nicht? Also ich hatte noch so einen Zahlenbuchstabencode für dich. Buchstaben? Für Buchstaben Musik, und Zahlen. Oder? Nee, normal. Nee. Und ich habe hier sehr, sehr, sehr viele Symbole. Und ein schwarzes Männchen. Mal gucken, ich kann gerade nicht viel machen. Hier brauche ich einen Schraubenzieher sehr wahrscheinlich. Ganz am Anfang, wo du einen Code eingegeben hast, kannst du da nochmal hin? Da noch was eingeben? Ja, kann ich. X3Z. X3Z. 1Y2. Wenn, oh, jetzt sind hier Worte unterschrieben, okay? Unterstrichen. Ja. Wenn ich in meinem Sarg ist unterstrichen. Ja. Liege und meine Augen weiß werden. Moment, wird Aura. Meine Seele schwarz. Verwende den Würfel. Um dich mit der Zukunft. Zukunft wahrscheinlich die Uhr. Ja. Zu verbinden, bring mir Knochen, Fleisch. Und Blut. Knochen, Fleisch, Blut. Jetzt wackelt hier bei mir so ein Hammer. Ich drück da mal drauf und jetzt habe ich einen Hammer. Das ist ja der Hammer. Damit jetzt irgendwas. Achso, damit soll ich damit jetzt einen Zahn kaputt hauen. Ja. Wow, und jetzt? Da habe ich einen Zahn kaputt gehauen, hier sind jetzt ganz viele Splitter. Aber ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Sind die zusammenfügen oder kannst du die wegtun und da drunter ist was oder keine Ahnung? Nee. Liegen da jetzt einfach auf dem Boden und in so einem Fach drin. Glas mit Wasser, kann ich das Wasser ausleeren und die ins Glas Alle. Machen? Hier ist ein Schmetterling! Schmetterling! Was macht denn der Schmetterling? Ich muss Alter. Zehen machen. Hä? Achso, ich kann die wegsaugen. Ich hab hier einen Schmetterling. Und der ist hier, der hat sich da hingesetzt. Eine neue Reihenfolge für mich? Oh, warte mal, nee, das geht jetzt irgendwo hin. Schmetterling, bleib stehen! Okay, Knochen habe ich. Oh Gott, jetzt muss ich hier ein Skelett basteln. Achso, nicht, muss jetzt basteln. Oh, was ist denn mit dem Schmetterling hier? Soll ich dem verfolgen? Stopp, Schmetterling! Eine neue Uhrzeit hey. Für dich. Nein, also mit den drei Zeigern das Ding. Bad. Uhrzeit? Ja, mit diesen drei Zeigern, ja. Rot, Schweiß. Rot, Gelb, Blau. Rot, Schweiß. Rot, Gelb, Blau, so auf, falsch. Ja, bitte. Weiß ist 1. Ja. Schwarz ist 4. Und Rot ist 6. Oh, sehe ich schon wieder das. Oh Gott, Skelett! Oh ja. Gott, Skelett! Oh Gott, die Ratte habe ich gesehen. Hey, ich habe einen Schlüssel gefunden. Okay, jetzt habe ich ein Skelett. Und ich habe einen Schraubenzieher. Okay, mit Schraubenzieher weiß ich. Ein Sechskant-Schraubenzieher. Oh nee. Oh, ich habe eine Kaffeemaschine und einen alten PC und einen Aktenordner mit Bauplänen. Geheimfächer kann ich dir sagen. Warte, ich muss ja was aufschrauben gerade. Ich schraube hier gerade was auf. Aber ich würde sagen,
du Scheiße. Hier sind Zahnräder. Was? Bevor wir hier weitermachen, würde ich sagen, solltet ihr die nächste Folge nicht verpassen und ein Like da lassen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.